Die haben mich? Oh. Wait. Okay. Jetzt verstehe ich das Problem. Spricht man deinen Namen nicht gern aus hier in Mercia? Doch bin ich nah genug an Westsex, um von morgens bis abends meine Lobpreisungen zu hören. Dann geh zurück zu deinen glücklichen Untertanen und überlass die Belange Mercias den Dänen. Nicht bis eure heidnischen Kriegslieder weit außer Hörweite. Können wir den nicht einmal jetzt umbringen? Bitte einen Handel am Herr. Ja, den Stein. Keine den Stein gegen unseren Frieden. Beenden wir das hier, Herr. Tauschen wir Männer aus. Meine besten Krieger für eure, um Frieden zu wahren. Danach verlasst ihr Mercia. Wir ziehen uns in den Norden der Use zurück. Klingt angemessen. Wolfric! Mein Kriegstarn. Du gehst mit Gedrick, Bruder. Nenne deinen Mann. Jarl Sigurd. Ich biete mich selbst. Danke, Basim. König Elfred. Warte. Paladin Fulke. Du bist in dieser Gefolgschaft. Er hatte uns angeguckt. Wollte er uns den echt geben? Um mir von Edwin zu holen, was rechtmäßig mir gehört. Sigurd ist der einzige Mann, den du brauchst. Er ist mehr wert als 20 andere. Ja, den kannst du haben. Er ist der Sohn eines Königs. Den kannst du haben. Verräterische Schlange. Und seine Ketzereien sind tiefgreifend, mein Herr. Er hält sich für einen lebendigen Gott. Ich weide dich aus, Trollwein! Ich übergebe mich dir, König Elfred. Denn es ist nicht mein Schicksal, durch deine Hand zu sterben. Bruder. Ja, doch, lass den gehen, brauchen wir nicht. Habt Vertrauen, dass der Herrgott über euch alle wacht. Dieser Mann ist gefährlich, mein Herr. Ich bewache ihn. Wenn du musst, aber behandle ihn ehrbar. Ja, das hat unser Bruder jetzt davon, ne? Bei allen Göttern, Basim, was war das? Ich beschatte sie. Sie werden nicht entkommen. Sind doch alle nicht ganz knusper. Texturen haben noch nicht geladen. Ich mag Basim trotzdem nicht. Wir lassen unseren Bruder jetzt echt einfach hier. Also ich habe da jetzt nichts gegen, aber deshalb hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, um ehrlich zu sein. So von den Stationen, ne? Sehr nice. Könnten auch erstmal noch weiter untergraben, bevor wir zurück zum Dingsens gehen. Ja, bitte nicht spoilern.
Also ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn ich Sachen vorher schon bei irgendwelchen Videos gesehen habe, aber Spoiler im Chat sind für mich ein ziemliches No-Go. Das stimmt. Der jüngste Sohn Æthelwulfs, des Königs von Wessex bis 858 unserer Zeit. Als King ging Alfred mit seinem Vater auf Pilgerfahrt nach Rom, wo er von Papst Leo dem Vierten? Ich verwechsel 4 und 6 immer. Aber es müsste 4 sein. Oder 6. Ich glaube, es müsste 4 sein. Gesegnet wurde. Der Pontifex schilderte dem Jungen seinen Sieg über die Sarazenen in der Seeschlacht von Ostia. Die Pracht und Erhabenheit der römischen Kirche hinterließen einen bleibenden Eindruck im jungen Alfred. Angesichts seiner 5 älteren Brüder rechnete Alfred nicht damit, je König zu werden, und so widmete er sich dem Studium. Ein lebenslanges Interesse am Lernen nahm seinen Anfang. Als Wessexe das Ziel von Raubzügen der Wikinger wurde, kämpfte Alfred an der Seite seines Bruders. Nun König und erwies sich als höchstfähiger Heerführer. Die legendären Schlachten von Reading, Ashdown, Wilton und andere folgten. Nachdem Æthelred an den Wunden, die ihm in der Schlacht von Meriton zugefügt worden waren, verstarb, erbte Alfred den Sohn, den Thron. Den Sohn, ja, den Thron, Alter, den Thron. Schließlich wurde er aufgrund seiner heldenhaften Verteidigung Englands als Alfred der Große bekannt. Doch so sehr er es sich auch bemühte, er schaffte es nie, einen einfachen Kuchen zu backen. Okay. Ja, der ist doch kaputt. Was soll ich denn hier noch machen? Abfackeln, der hat schon gebrannt. Tauschen Sie Seide und Gewürze und am nächsten Tag kommen Sie zurück und schlitzen dich auf. Trügerische Hunde. Wir müssen auf. Vor Jahren habe ich mal mit denen gehandelt. Sie waren auf Wetzsteine aus. Ich habe einen recht ordentlichen Gewinn gemacht und die hielten sich an die Abmachung. Sonst wäre ich jetzt nicht hier. Aber zu doof zum Zeug zusammenrühren. Das will einfach nicht. Das ist wahrscheinlich ein Bug, dass das noch angezeigt wird. Boah, das ist die falsche Richtung, oder? Kalt und eisig. Da war noch was anderes. Zeig es mir. Aus Eintopf Eistopf wird, machst du was falsch. Ja, aber was kann ich denn da machen? Hm.
suchen. Fackel gegenwerfen geht auch, aber so geht das ja auch. Hier irgendwo was zum Porten? Hm. Wir können da hin, sind schon ein bisschen näher dran. Das ist günstiger. Ich habe eigentlich nicht unbedingt mit Pfeilen Probleme. Ich hatte bis jetzt eine einzige Situation, wo ich Probleme hatte wegen Pfeilanzahl. Also wenn, dann habe ich halt eher das Problem, dass ich nicht genug Dingsens habe, um meine Special-Energie dazu, meine Special-Angriffe zu benutzen. Wovon ich jetzt gerade auch nichts mehr habe. Erstmal da. Ich brauche mal für mich so ein Vorbeireiten. Zeig mir, was vor uns liegt. Hinter uns her! Du da! Was ist los? Sie kommen! Schnell, Männer! Sonst löschen sie uns aus! Hier wird niemand ausgelöscht. Also außer unsere Gegner, die werden schon ausgelöscht. Aua, das tat schon ein bisschen weh. Loot, Loot, Loot. Kein Loot für mich? Sad. Entkommst du nicht! Warum
ist dein Stream so fesselnd, das weiß ich nicht. Aber das freut mich zu hören. Hallo Neid! Ich sag erstmal hallo. Hallo Neid, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Und Dankeschön für 33 Monate, Tier 3. Dankeschön. Dankeschön für deinen Resub. Wie geht's dir? Ich muss mich an das neue Subgeräusch noch gewöhnen. Oh, meine Pferde können schwimmen. Dankeschön, Tobi, für den Gifted Sub an Mr. L. Herzlichen Glückwunsch, Mr. L. Du bist jetzt Sub. Sub verpflichtet übrigens, das heißt, jetzt musst du so oder so wiederkommen. Also, ne? Sinan, leite mich. Ganz wichtige Frage. Nein, spielst du männlichen oder weiblichen Eivor? Ja, wo ist er? Ignoriert einfach dieses Pferd, was da steht, was ihr alle nicht kennt. Just ignore it. Los. Ich ausnehmen. Die scheren sich einfach nicht für das Feuer, ne? Hilf mir. Sei meine Augen. Wir sind im Vorteil. Wovon träumst du bitte nachts? Was für ein Vorteil? What the fuck? Als wenn ihr hier irgendeinen Vorteil habt, hattet. Vorteil zum Sterben. Ich muss sehen, was du siehst. Drinnen ist nachher aber jedem das Seine. Von dem Vorteil hat er geträumt. Seriously. Ja, jetzt müssen wir den Lagerbericht machen. Ich schaff's jedes Mal nicht anzuzünden, ne? War wohl ein guter Tipp. Ja, ich hätte da zu nah rangemusst, um ihn anzuzünden. Da kann ich auch die Fackel nehmen. Hm. Und jetzt auch nur, weil das so viele waren. Aber wenn das einer ist, mache ich das trotzdem gern mit dem Pfeil. Ich weiß nicht, wieso. Ich benutze lieber Pfeile als Fackeln.
Oh. Ach so, das mit dem Rollen. Ja, das wahrscheinlich auch, ja. Einfach weil ich mich so oft anzünde, dass ich mich vielleicht doch löschen sollte, wenn ich mich anzünde. Unangenehm. Du sollst dich nicht so oft anzünden. Wir jetzt fast alle gleich viele Gift-Subs habt. Ich dachte gerade, hä, wieso hat denn jetzt Tobi das Badge? Weil ihm gerade hatte das doch noch Land, oder nicht? Okay, jetzt hab ich's verstanden. Ist halt Feuer und Flamme, das ist es. Verbrennungen sind schlecht für die Haut. Ups. Bitte, Reda, erzähl noch eine. Ja, ja, eine letzte noch. Aber ich hoffe, ich bin nächste Woche etwas fitter. Schön, dich zu sehen. Was bietest du heute an? Die Sachen sind alle zu teuer. Hast du was Neues für mich? Es gibt Aufträge zum Töten und Aufträge zum... naja, schon vor allem zum Töten. Dieses Ziel hat ein Talent für mich. Ich würde es ja selbst erledigen, aber irgendwer muss hier stehen und beschäftigt aussehen. Irgendjemand muss hier stehen und beschäftigt aussehen. Wir sehen uns bald wieder. Den Spruch finde ich gut. Dann sollte ich mir für die Arbeit merken. Die Geschichte ist gut. Mein Stern. Mein Stern. Randvi, unsere Arbeit in Oxina Forge ist getan. Doch der Preis war hoch. Das habe ich seit Ankunft des Briefes befürchtet. Er ist für dich von jemandem namens Fulke. Hm. Von Fulke? Götter, diese Drude. Er liegt dort auf dem Tisch. Brief von Fulke an das Wolfsmal. Der Selbstgezeugte segne dich, Ivor. Ich schreibe dir nur, um deine Sorgen zu stillen und dich wissen zu lassen, dass Sigur in sicheren Händen und guter Gesellschaft ist. Wenn ich ehrlich bin, interessiert mich das recht wenig, so wie er sich die letzten circa 30 Spielstunden aufgeführt hat. ich werde ihn mit all der Fürsorge behandeln, die er verdient. Okay, jetzt müssen wir mal kurz interpretieren. Mit all der Fürsorge, die er verdient... Der Orden, zu dem ich gehöre, hat Verwendung für einen Mann wie ihn. In vielerlei Hinsicht ist er die Vollendung dessen, was wir anstreben. Ich habe Fragen. Das Thema hatten wir heute schon mal. ein Gott im Fleischgewand eines Menschen. Ich kann nur hoffen, dass er dies irgendwann so tiefgehend versteht, wie ich es tue, bevor sein Lieddienst zerbricht. Leid. Fulke gehört dem Orden der Ältesten an. Demselben Orden, dem Kyutvi folgte. Und den Vassim und Haitham zu vernichten. Ach, krass. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, dieses Zusammen. Sigurd wurde von König Alfred gefangen genommen und eben jener Fulke übergeben. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, dass sie dazugehört. Ich erspare dir Fulkes Geschwafel. Wichtig ist nur, dass Sigurd geholfen hat, ein Bündnis mit einem Tarn namens Gedrick zu schließen. Gedrick ist ein ehrenhafter Mann, der uns beistehen wird, wenn ich ihn rufe.
Derweil wird Basim Fulke aufspüren. Warte auf seine Nachricht. Das kommt, wenn ich mal nicht hundertprozentig aufpasse. Das kann euch gut mal passieren. Ah, ein neuer Brief. Ulfi, schön dich zu sehen. Was gut wäre, Viehhof, Getreidehof, Geflügelhof. Weil wir haben eins frei. Wie steht Ulfi da eigentlich? Geht's ihm gut? Ich bin mir da irgendwie nicht sicher. Wie die ihr so zweimal erwähnt hat. Brief von Soma. Alva, heute kamst du mir in den Sinn. Ich dachte daran, wie ich mich fühlte, als ich Granterbrücks Gier verlor. Oh, nur Granterbrück. Ups. Die Wut, die Zweifel. Der ist high von der Kerze. Du halfst mir dabei, meine Stadt zurückzuerobern und noch so viel mehr. Du halfst mir, wieder zu erlangen, was ich in mir selbst verloren hatte. Heute sind mein Volk und meine Stadt stärker denn je und ich bin wieder ihre stolze Anführerin, Soma. Das war's. Mehr nicht. Töte die Raubtiere. Das ist direkt in der Nähe. Das können wir machen. Ist gleich lang. Wir hatten gestern ja Grünkohl gegessen, hatte ich glaube ich am Freitag erzählt, dass ich da wenig Bock drauf habe. Gut. Wir sind zu der Übereinstimmung gekommen, dass damit irgendwas nicht gestimmt hat. Der hat echt komisch geschmeckt. Deswegen gibt es heute spontan was anderes. Jetzt gibt es ein ganz riesen Durcheinander. Das Fleisch von gestern essen meine Eltern noch, ich nicht, weil... Ja, wer die letzten Monate schon hier dabei war... Weiß, dass ich so ein paar Probleme mit Entzündungen im Mund habe und das Fleisch hat das jetzt gestern auch wieder ausgelöst, deswegen kann ich von dem Fleisch nicht noch mehr essen. Scheiße, wie viele sind das? Aber für mich gibt es dann heute Pommes und Zucchini. Pommes, Zucchini und ich glaube, mein Vater brät mit der Zucchini noch die Paprika an. Die Tiere hier waren die wahren Herren des Landes. Wir brauchen auch nur noch die zwei. Du arme Nein. Also, wenn ich es halt weiß, dann kann ich mich darauf ja einstellen. Gab's heute lecker Steak? Mir schon lange nicht mehr. Wir essen insgesamt wenig Fleisch. Nächste Woche muss ich mir ein paar Mal was selber machen.
Ich habe auch Pläne, aber dafür müsste ich einkaufen. Eigentlich will ich nicht einkaufen. Eigentlich hatte ich gehofft, meine Mutter macht den Wocheneinkauf, was sie auch macht. Aber zu spät, dass ich dafür meine ganze Woche planen kann. Das heißt, wenn ich Dienstag was Vernünftiges zu essen haben möchte, muss ich mir das selber holen. Und ich glaube, das wird nicht passieren. Dann sehe ich seine Emotes nicht. Das ist BTTV. Ja, dann hast du bei der Twitch TV nicht installiert. Deine? Wie meine? Heute ist ein guter Tag zum Angeln. Ein Kack mit dem. Ja, genau, deswegen. Ja. Was bauen wir denn jetzt als nächstes aus? Ach, stimmt, du bist am Handy. Ja, dann siehst du die deswegen nicht. Da kann man. Ich glaube, am Handy kann man BTTV nicht nutzen. Hier ist der Getreidehof. F5. Ich glaube, Tobi hatte getippt, bevor du das geschrieben hattest. Darauf hätte ich schon Bock, aber ich glaube, was anderes wäre erst wichtiger. Das ist mit Sicherheit die Fische. Das Problem. Ja, dann machen wir die jetzt mal. Die steht hier schon so lange und wartet darauf, dass ich mich um sie kümmere. Wieder abgeschlossen. Neue Gelegenheiten. Meine vorübergehende Stärke muss mal erhalten. Kurz auf K.O. Oh, ich hab den falschen Chat an. Bis gleich. Uns fehlen halt jetzt nicht mal die Sachen, die uns am Anfang gefehlt haben, sondern uns fehlen uns die Vorräte. Gott, jetzt kann ich Erweiterungen bauen. Maides Haus, Karis Haus. Hm. Wir haben gerade hier, glaube ich, nicht genug Materialien. Halt irgendein kleines Haus. Haben wir noch ein kleines Haus, was wir nicht ausgebaut haben? Was stimmt mit dem König dieses Landes?
Wir haben halt keine 6 und genau, die hier haben wir genug von dem Roma-Trainer, aber von den Vorräten nicht. Machen wir jetzt mal die hier. Wie ist Engler? So ist der. What? Da. Am besten nach dahin, glaube ich. Mit einem schönen Kaffee. Auch zurück, Baby. So, da müssen wir hin. Oh, da wäre ein Blätterhaufen gewesen, habe ich nicht gesehen. Bekomme ich auch eine Tasse? Wo konnte ich nochmal für die Verschönerung für die Stadt kaufen? Weil da, finde ich, haben wir ein bisschen wenig. Ich habe ja immer nur noch die Standard vom Anfang. Geister beherrschen das Himmelszelt. Brauchen wir denn was? Freundin. Oh shit. Ich hatte gar nicht gesehen, dass da noch einer war. Die Fehler, die dich hierher führten. Easy. Jetzt müssen wir zu der nächsten Quest. Ach so, da hat sich nur, dass wir jetzt gewachsen sind, deswegen steht hier jetzt was anderes. Sonst sticht sie nochmal zu, bei denen nicht. Oh, sie hat sogar so einen hohen Posten. Sie ist ja nur ein unter dem Großmagister.
Fohlen Stärke 250. Alles klar. Lieber nicht. War das das, wo wir aus Versehen mal hingefahren waren, wo ich so fertig gemacht wurde? Warum nicht? Das ist mir ein bisschen zu viel. Ich bin aus Versehen schon mal bei in die Stadt gefahren, wo die Stärke so viel höher war. Es lief nicht so gut. Es war nicht sehr erfolgreich. Möglicherweise auch gar nicht erfolgreich, aber würde ich nicht so sagen. Das war nicht sehr erfolgreich. Oh, die ist so süß gerade. Dabei gingen sie mir heute schon so auf die Nerven, ne? Wir könnten eigentlich auch das mit dem Traum jetzt machen, ne? Stärke 90 braucht man dafür. Zeig mir, was vor uns liegt. Wartet. Hier hatte ich schon mal einen Auftrag. Oh nein. Du musst deinen Akku aufladen. Ist nicht so einfach. Ja, okay, das stimmt. Rennt er da rennt er echt weg? Seriously?
triffst, dass Eivor dich schickt. Ja, kämpfen. Hallo? Da gibt's Loot. Jetzt müssen wir wieder zurück. Wäre zu einfach. Ich wollte zurück zur Siedlung. Im Schlachtfeld überleben nur zwei, der alle tötet und der sich versteckt oder flieht. Ja, der hätte es doch locker mit mir aufnehmen können. Der wusste, dass du einfach zu schwach bist. Autsch. Für die Quest habe ich verdammt lange gebraucht, weil ich es am Anfang gar nicht gemacht habe mit den Aufträgen. Schön, ein nettes Gesicht zu sehen. Also, wenn du eins siehst, schick es zu mir. Ich habe den Vertrag erfüllt. Ausgezeichnete Arbeit. Du beeindruckst mich mit jedem Tag mehr. Hier ist, was du verdient hast. Ein Schild. Was bietest du heute an? Hast du was Neues für mich? Die für mich arbeiten, sind diesen Aufgaben nicht gewachsen. Es gibt halt teilweise coole Sachen ich muss gehen. Bleib gesund. In seinem Job. Geh ruhig. In seinem Shop. Ne? Immer weg, sorry, alles gut. Schön, dass du da warst. Vielleicht sieht man sich beim nächsten Mal dann wieder. Würde mich sehr freuen. Das habe ich für dich zurückgelegt. Einen schönen Rest. Ein schönes Restwochenende. Zeigst du mir deine Waren?
Sowas kann man doch immer gebrauchen. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Nur echte Krieger können sowas tragen. Das sieht aus wie für dich gemacht. Die kosten ja gar nicht so viel. Schön, dass es dir gefällt. Was dabei? Von dem kleinen Dude. Das hatte schon mal jemand geschrieben, glaube ich. Ist das dann alles? Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Wo kann ich denn verkaufen? Ich habe mit Sicherheit auch wieder viel Schrott drin. Wir sehen uns, Eivor. Ja, ich. Ja, da konnte ich doch bei ihr verkaufen. Einen guten Tag. Die Stimme von Dipsy. Zeig mir, was du anzubieten hast. Also mir kommt die Stimme nicht bekannt vor. Großartig! Das nehme ich gerne. Robbenflosse wie die nur in mein Inventar gekommen ist. Das solltest du kaufen. Dabei hatte ich sofort an dich gedacht. Ja, das ist einer von den Teletubbies. Als Freundin rate ich dir, das zu kaufen. Ich finde, man kann sich das so schwer also... Ich kann mir das teilweise an den Stellen, wo es dann angesagt wird, so schwierig vorstellen, beziehungsweise hingehört. Eivor, ja, eine vorzügliche Wahl. Lass dir das nicht entgehen. Wie für dich gemacht. Wie heißt der kleine Dude nochmal? Wenn ich das jetzt noch wüsste, du. Das hätte schon was, ne? Ich weiß es wirklich nicht. Nicht so gut, was Namen angeht. Als Freundin rate ich dir, das zu kaufen. Das wird richtig gut aussehen. Ist dein Einkauf schon erledigt? Schon. Ich habe gerade so viel Silber an diesem Shop ausgegeben. Ich bin jetzt pleite. Ich bin jetzt sowas von pleite.
Räder, glaube ich, oder? Ja, oha. Nee, das muss direkt am Fluss hin. Sieht echt nice aus. So, jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, was unsere Aufgabe war. Ich glaube, wir können die jetzt machen. Ich finde das cool, dass man das teilweise wenigstens so ein bisschen abändern kann. Oh, das nackte Pferd ist immer noch nackt. Was kannst du mir heute anbieten? Oh Gott, der sieht so hübsch aus. Als hätte ich nicht schon 3 Pferde oder so, ne? Der ist hübsch. Sonst noch etwas? Können wir vielleicht etwas üben? Aber natürlich. Ich glaube, erstmal wäre das wichtig. Nun kannst du reiten. Schon durch? Ich habe einfach mein komplettes Geld rausgehauen. Bis bald, Eivor. Nee, man lackiert es ja nicht um. Das sind ja dann die Pferde, die ich besitze. Ich besitze ja mehrere Pferde. Ach Mann, ich wollte mir doch die neuen Tattoos angucken. Toll, jetzt habe ich mir die gekauft. Pimp my horse, genauso in dem Prinzip, ja. Irgendwie erinnern mich die Bilder ein bisschen an Harry Potter mit den Dementoren. Film nicht auch irgendwo so eine Szene, wo das so ähnlich aussieht? Ja, ne? Ja, stimmt. Er war träumt von Elden Ring.
Hallo Komanus, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ich glaube, dass das sogar mit den Dementoren passen würde. What the fuck, was ist das? Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Gefühlt 100 Jahre alt und das klingt aber nicht so gut. Mir geht's ganz okay. Besser als Freitag. Freitag war nicht so mein Tag. Die Weissagungen der Nornir sind klar wie der sonnige Winterhimmel. Die Äsir sind verdammt und Asgard dem Untergang geweiht. Wiederholt den letzten Teil. Brüder werden einander befehden. Ist der Götterhain oder wie man das nennt, oder? Der Sitz der Götter wird rot vom Blut. Wund klafft der Himmel in jenen Tagen. Windzeit, Wolfszeit. Nicht das. Etwas Späteres. Die Weissagung des Wolfs. Der großen Bestie. Gar grässlich heult der Fenriswolf vor den Toren Hels. Die Fessel bricht, die Bestie rennt. Und ich? Welche Rolle spiele ich? Dann folgt das zweite große Leid, wenn Havi sich dem Wolf im Kampfe stellt und Opfer Fenris wird. Klingt wunderbar. Und Opfer Fenris wird. Da, ihr habt es gesagt. Ihr habt meinen Tod vorhergesagt. Ich werde sterben. Wir sagen, was wir sehen. Wir kennen dein Los, dein Schicksal. Hast du genug erfahren, Havi? Das Schicksal kann verändert werden. Warum heißt Halber jetzt Havi? Ihr drei webt ein Tuch aus unseren Schicksalsfäden. Ich weiß es nicht. Doch ein Faden kann sich lösen, wenn er sich... Wie war dein Wochenende, Komanus, bis jetzt? Aber wenn du sagst, 100 Jahre alt, dann wahrscheinlich anstrengend. Doch lose Fäden können erneut verwoben werden. Letztendlich bleibt das Gesamtbild immer erhalten. Ich bin keine Saite, die gezupft oder gebunden wird. Ich bin der Erhabene, der Herr der Ekstase, der Feind des Wolfs. Ich. Weil sie jetzt ein Gott ist. Vernebeln nur mein Geist. Ein Sturm braucht sich zusammen. Dankeschön, Land, an den Gifted Sub an Komanus. Herzlichen Glückwunsch, Komanus. Du bist wieder Sub. Unsere letzte Schlacht. Ist das der Beginn von Ragnarök? Scheiße, jetzt habe ich kurz nicht aufgepasst. Wait, wir spielen jetzt in dieser Welt? Das sieht so nice aus, ne? Warum liegt da ein toter Hirsch? Mal wieder. Machbarkeitsstudie, spring mal. Das sieht so nice aus. Als Heimat des umfangreichen Pantheons der nordischen Götter ist Asgard ein Paradies nach der Vorstellung der Wikinger, in dem das Kriegsspiel zur Lebensart oder Todesart gehört.
Dort befindet sich auch Valhall, Odins Halle der Gefallenen, wo sich die auserwählten Krieger an endlosen Gelangen und blutigen Zweikämpfen ergehen. Bis zu dem Tag, an dem sie zur letzten Schlacht gerufen werden, welche die ihnen bekannte Welt enden lässt. Ragnarök. Sieht aus wie mein Vorgarten. Dieses Wochenende war, ist sehr anstrengend, aber geht schon. Okay, dann glaube ich dir das mal. Jötner. Die Jötner sind die Bewohner von Jötunheim und Nachkommen von Ymir, dem ersten Wesen der nordischen Mythologie. Obwohl sie häufig als Riesen oder Trolle bezeichnet werden, waren sie nicht alle garstig und hässlich, einige waren sogar recht hübsch. Sie galten als listenreiche Formwandler, der Gott Loki ist zur Hälfte ein Jötun und auch Odin stammt von ihnen ab. Interesting. Oh Mann, das ist ein schwerer Schild. Sonst wäre der, glaube ich, echt nice. So, das sind die Sachen, die ich gerade eigentlich benutzen wollte, ja. Wo machen wir denn mal weiter? Machen wir beim Bären wieder weiter. Heimdalls Bericht, Havi. Die Angriffe werden wilder und ich muss meinen Turm verlassen. Was ich mit meinem verborgenen Ohr höre, sorgt mich und nun muss ich es mit eigenen Augen sehen. Ich flehe dich noch einmal an, mir einen überzeugten Lehrling zu schicken. Loki hasst offensichtlich seine Rolle als Torwächter und sträubt sich schon bei dem kleinsten Auftrag. Er sollte während meiner Abwesenheit beobachtet werden. Nicht, dass er ohne meinen Schlüssel viel Schaden anrichten könnte, aber der Schutzkreis wurde geschwächt und Loki wäre nahezu nutzlos bei einem vollen Angriff der Jötner. Am besten sollte er anderweitig eingeteilt oder gleich ganz aus Asgard verwiesen werden. Ungeachtet des Kuhhandels, den du eingegangen bist, ich schwöre dir, er bringt mich noch ins Grab. Ha. Wer könnte Ha sein? Ich kenne mich tatsächlich mit der Mythologie nicht so gut aus, auch wenn ich sie sehr interessant finde. Was ist das? Damit kann ich mich in die andere Welt zurückporten. Mein Herz. Herr Shit, aber muss ich das, also, ich würde ja gern zur großen Halle. Muss ich mich vielleicht jetzt schon teleportieren? Warte mal, wir probieren das aus. Oh, dieser Baum ist so hübsch. Besonders, was hat die mir eigentlich schon wieder für einen Trank gegeben, dass ich mich jetzt in Asgard wiederfinde? Puh.